Herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial, wie man unschwer erkennen kann in Sony Vegas. Und das hat den Grund, dass ich auf YouTube noch nicht so viele gute Sony Vegas Tutorials gefunden habe. Das letzte Video recht gut ankam und ich dann dachte, ich könnte auch noch mal probieren, ein Sony Vegas Tutorial zu machen. So, wir befinden uns jetzt hier im Standard-Interface in Sony Vegas. Um ein neues Projekt zu starten, klicken wir auf Datei neu oder Steuerung N. Dann finden wir hier die Projektsettings, die wir jetzt einstellen können. Ich nehme jetzt das Setting, das ist mein Standard-Setting. Das habe ich so angepasst, wie ich das brauche. Hier kann man natürlich einiges umstellen, aber ich würde jedem empfehlen, das so zu machen, wenn man auch auf Full HD rendern kann. Eventuell noch die Renderqualität bei Vollauflösung auf optimal und dasselbe bei Audio. Und hier kann man dann seine Vorlage speichern, wenn man sie denn so wie sie ist mag. So, das hier ist das Standard-Interface von Sony Vegas. Wenn ihr das nicht so habt oder irgendwelche Fenster sogar fehlen sollten, ich lösche jetzt hier mal ein paar, dann klickt man einfach Alt und D. D zweimal, also Alt D D. Und man hat das Standard-Interface wiederhergestellt. Will man Audio mischen, dann drückt man Alt D und A. Also Alt D und dann A und dann hat man hier die das Audio-Misch-Interface, aber wir wollen ja jetzt kein Audio-Track mischen, also Alt D und dann nochmal D und dann sind wir wieder im Standard-Interface drin. So, wir erkennen hier mehrere Fenster. Das hier ist das Effekt- bzw. Cropping-Fenster, hier haben wir ein ganz normales Vorschaufenster, hier können wir dann die Audio-Amplituden später sehen. Das hier ist das Schnittfenster, in dem man im Moment noch nichts erkennen kann, weil ich noch keine Video- oder Audio-Tracks eingefügt habe. Dann haben wir hier ein Fenster, das in Spalten unterteilt ist. Hier kann man später was sehen, wenn mehrere Projektmedien eingefügt wurden, also Audio-Tracks, Video-Tracks etc. Im Explorer kann man die ganzen auch suchen. Das mache ich aber nicht so gerne. Ich suche die eigentlich lieber über meinen Windows Explorer. Dann Übergänge. Ja, dazu komme ich eigentlich später. Video-Effects und Mediengeneratoren, dazu komme ich auch in einem späteren Tutorial nochmal. So, was wir jetzt noch machen, ist der erste Schnitt. Denn das Tutorial soll nicht zu lang werden. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich die anderen Sony Vegas Tutorials nicht so gut fand. Die hatten nämlich teilweise eine Länge von über einer Stunde und das zieht sich kein Mensch rein. Also, ein Video einfügen tun wir entweder über den Explorer hier oder so wie ich es mache, wir nehmen den Ordner und dann einfach per Drag and Drop reinziehen. Jetzt haben wir hier ein Video und eine Audiospur. Angenommen, wir wollen die Audiospur nicht haben, dann gehen wir hier oben auf Eventgruppierung ignorieren. Wenn wir das machen, dann ist das Video Layer und das Audio Layer getrennt. Wenn ich jetzt auf Entfernen klicke, verschwindet nur das Audio Layer. Und wäre das hier nicht angeklickt, würde gleichzeitig das Video Layer verschwinden. Also, wenn wir hier mit dem linken Mausklick ziehen, wird hier langsam vor und zurück gescratcht und mit dem rechten kann ich größere, ja, Abschnitte vor und zurück spulen. So, in unserem Videotrack hier sehen wir jetzt lange Zeit einen Baum und das ist natürlich ziemlich langweilig, deswegen müssen wir den Teil rausschneiden, in dem nichts passiert. Schneiden geht mit Sony Vegas einfach mit S. Also wir wählen das Video-Layer an, gehen zu der Stelle vor, bis zu an der was passiert und schneiden dann hier. Jetzt können wir ganz einfach hier den unnützen Teil weglöschen, auch auswählen und dann entfernen und dann ganz einfach den relevanten Teil vorziehen. Jetzt haben wir das ganz simpel geschnitten. Wenn jetzt das Video anfängt, kann man das hier ganz einfach einblenden. Dazu muss man nicht mal auf Übergänge gehen, sondern einfach hier oben am Eck befindet sich ja diese kleine Kante hier. Wenn man da drauf geht, kommt das Symbol und jetzt kann man das anklicken und dann rausziehen und dann kann man das einblenden so. Und man kann auch die Einblendungsform auswählen mit Rechtsklick, wenn man es schon eingeblendet hat, hier auf diesen Einblendungsbereich gehen, Rechtsklick, Überblendungstyp. Und jetzt kann man hier auswählen, wie es eingeblendet werden soll. Aber ich habe den hier ausgewählt, weil ich den einfach am besten finde. So.
Das kann man noch ein bisschen rausziehen. Wenn man mit dem Schnitt nicht zufrieden ist, kann man die Schnittstelle anwählen und das noch ein bisschen zurückziehen. Dann verlängert man den Track nochmal in die Richtung. So, wenn ich jetzt noch ein zweites Video einfüge. Ja, nehme ich mal das hier. Auch hier lösche ich wieder die Audioebene. Und auch das schneide ich wieder zurecht. Kann ich das Video in das andere Video reinschieben. Und dadurch wird es dann eine weiche Blende. Ansonsten, wenn ich es hier andocken lasse, ist es direkt aneinander gesetzt. Dann ist es ein harter Schnitt. Und wenn ich es jetzt hier reinschiebe, dann wird es eine weiche Überblendung. Ganz einfach. So, ich denke mal, das reicht fürs erste Tutorial. Es soll ja recht kurz werden. Und dann sieht man sich im nächsten Tutorial wieder, wo es dann wahrscheinlich um Texte geht.